Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder eine Zuschauerfrage. Sie kommt diesmal von Jens und Jens möchte wissen: Ich habe vor 2 Jahren mit dem Koi-Hobby angefangen und besitze einen ca. 8 Quadratmeter Folienteich. Nun, da mir das Hobby sehr viel Spaß macht, möchte ich unseren Garten umbauen, unseren Teich vergrößern. Geplant ist ein ca. 12 bis 14 Quadratmeter Teich, 1,80 Meter tief, mit Glasscheibe an der Frontwand. Da ich beruflich Schweißer bin, schwebt mir vor, den Teich aus Edelstahl von außen isoliert zu verwirklichen. Meine Frage ist: Edelstahl in irgendeiner Weise schädlich für die Koi oder die Wasserqualität? Was muss ich bei der Konstruktion berücksichtigen? Mit freundlichen Grüßen, Jens. Also, was du bei der Konstruktion berücksichtigen musst, kann ich dir nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, du solltest so konstruieren, dass es am Schluss statisch auch hält. Ich bin kein Statiker, aber grundsätzlich, also ich würde mir persönlich nie einen Teich aus Edelstahl bauen, einfach auch aus optischen Gründen. Ich weiß auch nicht, ob sich das vernünftig mit Algen irgendwann mal besiedelt, dass es wirklich ein angenehmes Teichgefühl gibt. Aber eigentlich spricht nichts gegen einen Edelstahlteich, zumindest was es Edelstahl angeht. Wir haben so viele Teiche, da sind die gesamten Filter aus Edelstahl gebaut, da sind die Trommelfilter, die Biofilter, alles aus Edelstahl gebaut. Wir denken mal an diesen 240.000 Liter Teich in dem Koihaus, der hat ja unten, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter Edelstahl-Biofilter. Also da geht jetzt nichts Gefährliches ins Wasser über, was nachher die Koi schädigen könnte. Von der Seite her musst du dir wirklich überhaupt keine Gedanken machen. Allerdings solltest du natürlich einen Edelstahl wählen. V4A hieß es früher, heute haben die Stähle eine andere Bezeichnung. Das auch nahe mit 0,5% Salzgehalt umgehen kann. Also ich kann jedem nur empfehlen, einen Teich so zu bauen. Von allen verwendeten Materialien, von Pumpen, also Aggregaten, von Pumpenfiltern, alles was hinzukommt, UV-Lampen, dass das Edelstahl, das eingesetzt wird, auch dann nicht zu rosten beginnt, wenn der Teich mal aufgesalzen wird. Mitunter kann, wenn die Schlafkrankheit ausbricht beispielsweise, kann es auch unbedingt für die Therapie der Schlafkrankheit bzw. der Koi notwendig sein, dass du deinen Teich aufsalzen musst, weil dir ansonsten eines der wichtigsten und hilfreichsten Medikamente diesbezüglich verwehrt bleibt. Also, du musst ein sehr hochwertiges Edelstahl nehmen und natürlich bei der Verarbeitung, ich weiß, wenn Edelstahl geschweißt wird, kann es immer so ganz fiese Ecken geben, so Nadeln, da solltest du aufpassen, dass du einfach keine Verletzungsgefahr für die Koi darstellen und der Stahl nachher sauber abgeschliffen wird. Aber wie gesagt, ich glaube, aus optischen Gründen würde ich mir nicht wirklich einen Teich aus Edelstahl bauen, aber die Geschmäcker sind verschieden. Wenn dir es gefällt, kannst du das sicherlich so tun. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Frage und ich glaube, die hatten wir bislang auch noch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Marc schüttelt auch den Kopf und Marc muss es wissen. Übrigens hat Marc gerade noch, der hat gerade nebenbei zugehört, wo ich über Frösche und Kröten geblockt habe und dann hat er danach gesagt, Frösche stehen übrigens alle unter Naturschutz. Dann habe ich gefragt, und die Kröten stehen alle unter dem Naturschutz. Also, da müssen Sie wirklich behutsam mit umgehen. Und ich weiß nicht mal, ob es erlaubt ist, wenn die unter Naturschutz stehen, dass die von Punkt A nach Punkt B umgesiedelt werden. Keine Ahnung, weißt du das, Marc? Weiß nicht. Aber ich glaube, selbst da wird es wahrscheinlich schon riskant erneckt. Also, passen Sie auf, wenn Sie es machen, dass Sie der Nachbar nicht sieht, nicht, dass der auch noch mit der Stirnlampe im Garten sitzt. Dann einfach gucken, dass Sie nicht mit dem Gesetz in Berührung kommen damit. In diesem Sinne, machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.